Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Part von Pokémon Sage Version, Leute. Wir sind hier immer noch in diesem wunderbaren Hack, Leute, und ich habe richtig Bock aufzunehmen. Heute am Muttertag. Dieser Part ist brandaktuell, wenn ich heute alles hinkriege. Und zwar im letzten Part erfahren, dass Mr. Sombrero Time Pokémon geklaut hat. Und die werden wir uns natürlich wiederholen, Leute. Und das mit unserem superhaftig taktigen Team, wenn wir mal hier durchkommen. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht, Leute. Eure Resonanz zu diesem Hack ist ja unglaublich. Ihr wollt unbedingt einen zweiten Part haben. Und heute am Muttertag habe ich mir gedacht, komm, Leute, nehme ich mir eben mal die Zeit, setze mich kurz hin, drehe einen Part für euch. Beziehungsweise auch für mich, weil ich will auch diesen Hack natürlich weiterspielen, ganz klar. Ich mag ihn, ich finde ihn cool. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass er so laggt. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Vielleicht sind es auch, weil viel zu viel passiert in der Umgebung. Es schneit, da sind Trainer, dann werden da die neuen Sprites geladen und. Kann auch sein, dass das einfach war. Hier im Kampf ist es ja mega flüssig, das Game. Und der Silas ist gleich tot. Oh ne, nicht der Silas. Ich glaube, ich sollte auswitchen. Switchen aus. Auf Nigger. Und dann geht's schon weiter hier gegen Harpy. Harpy, Leute. Ja, wie gesagt, ich nehme heute extra Zeit bei diesem wunderbaren Wetter, bevor ich ein Part aufzunehmen, wenn ich heute noch ein Part habe. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, deswegen. Deswegen, ich werde mich heute auch nicht so lange dran sitzen an der Bearbeitung oder sowas, Leute. Ganz klar, Muttertag, schönes Wetter. Da will man natürlich die Zeit ein bisschen draußen genießen, beziehungsweise auch mit seiner Familie so ein bisschen. Nachher treffe ich mich noch mit meiner Freundin. Gestern war ich unterwegs mit ein paar Kumpels gewesen, haben schön gegrillt draußen, beziehungsweise ich habe gegrillt, The Grill of Time, hier am Start gewesen. Und ja, war einfach Bombenwetter, Leute. Ich habe die Zeit auf jeden Fall genossen und ich liebe einfach den Sommer. Sommer ist einfach meine Zeit, wo ich einfach immer richtig viel mit meinen Freunden mache, mal draußen aktiv bin am Start. Und ja, Sommer ist auf jeden Fall die Zeit, wo die Gamescom ist, wo ich mich auch schon tierisch drauf freue. Ey, Gamescom. Ich war ein einziges Mal bei der Gamescom und da war ich damals vor 2 Jahren. Da hatte ich irgendwie 1000 Abonnenten oder so. Und ja, da hat mich glaube ich, ein einziger Abonnent mal erkannt. Das fand ich schon echt super toll. Und ja, bin gespannt, wie viel mich jetzt wohl erkennen werden, wenn man da so rüberläuft. Einfach so und dann spricht einer so an, so, ey, bist du nicht der und der, wisst ihr? Das ist so ein richtiges Highlight für mich, wenn ich das so mal, ja, so einfach so spüren darf, sage ich mal. Dieses Feeling, so, dass ich einfach, ja, so erkannt werde, nur weil ich das hier mache. Ich wurde sogar auf der Arbeit erkannt, ey. So kam ein Arbeitskollege zu mir, ey. Läuft mal mit dir mit YouTube. Ich so, was? So richtig strange, ey. Da ist ein Sackgasse, das wusste ich. Keine Ahnung, ich finde das einfach irgendwie, finde ich das schon cool, so, für das, was man hier im Internet macht, für tausende Leute, dass dann Leute einen so aus dem richtigen Leben ansprechen und fragen, oh, ey, bist du nicht der und der? Ist schon echt eine geile Sache, ey. Und das hab ich natürlich nur euch zu verdanken, Leute, dass ich hier irgendwie eine Größe habe oder sonstiges. Weil ihr seid die Leute, die hinter mir stehen, beziehungsweise wir sind zusammen eigentlich die Community, die hinter diesem ganzen Kanal steht, Leute. Das ist einfach ein ganzes Ganzes, kein grobes Ganzes oder kein halbes Ganzes, es ist ein ganzes Ganzes. Und zwar aus euch, aus mir und natürlich aus dem, was ich mache, ganz klar, die größte Scheiße auf YouTube. Ich habe ja, da ihr die, was war das, 1000 Likes, glaube ich, habe ich gesagt, mit dem guten Pfaff, da habe ich ihn gleich auch eingeladen, beziehungsweise da habe ich ihm gleich auch wieder Bescheid gesagt, ey Pfaff, wir müssen jetzt aufnehmen, die Leute haben die 1000 Likes geknackt und ja, da hat er sich auch nicht lumpen lassen, hat sich natürlich auch gefreut, dass ihr so richtig Bock auf ihn hattet, da hat er gesagt, ey guck mal, Videos, die mit mir, die werden gleich viel besser, ja, so, was heißt das da, so bewertet und all sowas, da habe ich gesagt, ja klar, du bist halt die Legende, ne, deswegen allgemein, wie ich so zurückdenke, was ich schon alles auf diesem Kanal gemacht habe, ey, krasse Sache, Leute, einfach krass. Ist das ein Trainerkampf? Nee, ne? Das ist einfach ein einfacher Pokémon-Battler. Wir haben keine Potions mehr, sehe ich gerade. Shit! Der Silas ist kurz vorm Verrecken gegen Harpy. Und leider ist dieser Hack nicht mehr ganz so lang, Leute. Also denkt jetzt nicht, oh, Zero, jetzt warten auch noch 80 Parts hier, oder? Nee, leider nicht. Der Hack ist noch ungefähr, ich schätze mal so, bis Part 6 vielleicht höchstens beendet. Je nachdem, wie viel wir halt schaffen. Ihr kennt mich ja. Oh, Level 5 der Silas! Gast! Jawohl, wir sind ein Gast. Wir haben einen Gastkommentator. Nee, eine schöne Attacke, Windstoß, schöne Step-Attacke. Und ja, es regt mich echt so ein bisschen auf, dass es hier so richtig laggt, ey. Kann man bestimmt abstellen, aber ich krieg's nicht hin. Hier ist ein Item, oder? Ey, das hätte sich auch total angeboten, da jetzt ein Item mitzupacken, so ein Trank oder sowas, den ich einsacken kann. Was soll das? Hier kann man runterhüpfen und dann ist man auf der Route. Und glaube ich, das müsste das Kohlelager sein, genau. Thermal Town. Mit der coolen Musik. Ultra nice einfach. Und ja, die Musik ist sick.
Naja, aber hier oben müsste das Kolodex sein. Ich denke mal, dass er da oben hingegangen ist. Aber zuvor werden wir erstmal... Ist das ein Strafzettel da? Wanted. The Outlaw Ricardo. Seht ihr es? Das sieht aus wie so ein Sheriff. Also wie so ein Cowboy halt. Wie der Poncho Man, der Pokémon geklaut hat. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Er ist ein gesuchter Straftäter. Oh no. Wir halten uns auf. Alter, die ist ja... Schwester Joy. Du bist schwarz. Ich habe nichts gegen Schwarze, aber... Das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Die ist doch normalerweise nicht so dunkel. Vielleicht war es ja auch in Türkei irgendwie kurz im Urlaub gewesen. Schnell, gesund, gebräunt. Wie ging das noch? 40 Kilo Handelbank, braun gebrannt, Schwester Joy. Am Pokestalter. Oh, die kämpfen hier. Warum kämpfen die? Was haben die für Pokémon, Alter? Das geht mir doch nicht ab, Alter. But I am prepared. My Pokémon is holding a berry. Okay. Super cool. Krieg ich auch eine super... Ja, geil. Ich krieg auch eine Beere, die super effektive Attacken bewahrt. Beziehungsweise, ja, nicht sehr effektiv macht. Pass the time. I will finish the perfect move. Ach so. Er wartet, dass ein super effektiver Move kommt, aber er sagte, dass er eine die Berry hat und die schützt halt vor. So, jetzt sind wir im Kohlewerk. Gucken wir mal, was hier abgeht. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Diamant Pearl. Damals mit Volkner hieß der, glaube ich. Nee, der hieß nicht Volkner. Fight hieß der, Fight. Das ist ja auch so ein Mann im Kohlewerk gewesen und so. Vielleicht haben sie da ja die Engine rausgenommen, diese ganzen Sachen hier. Das kann ja sein. Oder sie wurden alle selbst erstellt, das weiß man nicht. So, wir gehen erstmal hier rein jetzt ins Kohlewerk. Und? Alter, was ein geiles Bild einfach. Ich feiere sowas immer total, Leute, ihr kennt mich. Und ein Pokémon. Vielleicht kriegen wir auch schon das Pokémon, was da in diesem Wagen drin war. Komm schon! Nein, wir kriegen ein gutes Peregrinitrock. Peregrinitrock. Wir haben keine Chance mit unserem Desilas. Wing to Flug. Jetzt sollten wir dann was anderes machen. Wir bleiben erstmal so, dann switche ich gleich je nachdem aus, wenn da jetzt ein Trainerkampf kommt oder sowas. Mein Pokémon hilft mir hier bei der Arbeit. Es macht einen guten Job und macht alles leichter. Ja, das ist natürlich sehr vom Vorteil, ne? Wenn man sein Pokémon zur Arbeit nehmen kann. Ich kann das leider nicht machen. Was ist das denn? Minarak. Ein Minarak. Ist das Typ Gestein, Käfer vielleicht oder so? Flash, Flash, mich nochmal. Oh mein Gott, Leute, war Flash, ne? Ich kenne ganz genau Flash mich von Pokémon. Was war das? Pokémon Uranium, ganz klar. Pokémon Uranium. Einfach nice, Leute. Und ihr habt in die Kommentare geschrieben, ich soll ein Surgeons weiterführen. Ich werde mich mal heute Abend dann hinsetzen, mir die Parts angucken, die alten. Und dann werde ich vielleicht mal da was Nettes rausschneiden, damit wir halt das so schnell wie möglich weiterführen können, das Projekt. Weil viele gesagt haben, ACU, komm, jetzt müssen wir weiter zocken. Spell war einfach mega. Ich weiß gar nicht, ob ich den Safe State noch habe. Das muss ich gleich mal gucken, weil ich habe ja einen neuen PC. Deswegen, ich muss mal den alten PC nochmal anschließen und gucken, ob da noch eine Safe-Datei drauf ist. Junge, das war viele PA. Krass. Deswegen, weil ich hatte auch schon Bock, natürlich das Spiel weiterzuspielen, weil was ich da so gelesen habe, Leute. Ultra krass, ultra krass. Deswegen, wir machen jetzt weiter hier. Und finden. Okay. Da sind zwei Leute, die sich streiten und hier ist eine Leiter. Ist das richtig? Ey, da hat jemand seine Hacke vergessen. Leute, wir spielen jetzt Minekraft. Oh mein Gott, ich habe einen Gravel gefunden. Oder einen Justin. Soll ich hier runter? Scheiße. Nee, ich hätte da gar nicht lang gehen können. War alles vernünftig, glaube ich. Hä, ich bin... Ich habe mich verlaufen. Oder musste ich hier hin? Hätte ja sein können, dass ich hier... Oh, ein Trainerbattle. Alles klar. Die Musik ist cool. Lass uns wandern gehen. Wir sind hier in der Kohlruine. Battle. Boah, die Musik, ey. Wen haben wir hier? Meiner Dean. Dean Ambrose, oder was? Mit Goblin, den alten Goblin. Das Ding sieht aus wie Typ Gestein, aber trotzdem hau ich einen Gast drauf. Du bist mein Gast, mein Freund. Hier in der Party. Komm, sei nicht Gestein. Ah, okay. Okay, der Damage ist echt scheiße. Nico, wir brauchen dich. Zeig ihm mal, wo die Hacke hängt. Beziehungsweise die Hacke in der Wand wahrscheinlich. Bam, Nico. Taunt. Taunt, 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 taunt. Willst mich hier nicht verführen, mein Freund. Water Gun. Also, er ist nicht Typ Boden oder sonstiges, okay. Dachte ich mir. Er sieht aus wie Typ Kampf vielleicht. Kampf normal. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Watergun, das war's. Sorry. Sorry to be you. But shit gotta get banked. Shit gotta get banked, Alter. Ich lieb diesen Spruch. Oh mein Gott, Cup Zero again mit den blauen Augen. Wir müssen es killen. Ganz klar.
Oh mein Gott, das Ding hält viel aus, ne? Das ist krass. Das ist so ein Cup Zero. So, das war Taunt. Warum war das? Warum war ich so irgendwann in der Liste wieder mit Taunt da? Keine Ahnung. Ich habe das Bedürfnis zu wechseln. Ja, und den guten Peregrin Druck einzusetzen, sodass der Level 6 kommt. Wir wollen ja unser ganzes Team hier leveln, Leute, damit wir auf jeden Fall hier auf demselben Levelstand immer bleiben, weil ich finde das lame, wenn man einfach den Starter levelt. Klar ist der OP und so, aber trotzdem. Ist mein Handy ist am Laden, gut. Das ist immer ganz wichtig, immer so zu gucken, gleich bei dem schönen Wetter. Immer schön ein bisschen Musik am Start haben, deswegen immer schon das Handy beim Laden hier, das ist immer ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Und natürlich Kommentare nebenbei lesen, das mache ich auch immer ganz oft. Da mache ich einfach so die YouTube-App auf und lese einfach Kommentare in der Sonne. Seems legit, ist so nice. Kann man den mal machen, habe ich gedacht. So, wir haben Dean Ambrose besiegt. Be careful auf meiner Reise hier. Werden wir auf jeden Fall tun. Können wir jetzt hier fahren? Ist das für Deko? Können wir hier reinsteigen? Ja! Oh mein Gott, wir können reiten! Ich glaube, wir haben den richtigen Weg genommen, oder? Woo! Item! Escape Rope. Okay. Hi. Hi, was machst du hier? Du kämpfst einfach, okay? Alles klar, warum? Der ist hier ganz alleine einfach, der alte Mann, ey. Chris Brown! Und wir... Das Ding ist noch Typ normal, das heißt, wir können noch Gas draufballern. Das Ding wird auch später 100 pro Stein, ey. Wenn das jetzt hier so eine Minenhöhle noch ist... Ach, haben wir keine Chance gegen, ey. Unsere Pokémon sind viel zu schwach. Nico, komm her. Leute, ich freue mich des Todes, ey. Ich habe heute die ganze Nacht Zeit, um Videos zu machen. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir ein 60k-Special mir irgendwie zum Schneide. Vielleicht werde ich ein Best-of mal wieder machen oder sowas. Mal schauen, je nachdem, wo ihr Bock drauf habt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Bock auf ein Best-of, Leute? Weil dann würde ich mich vielleicht mal heute Abend da dran setzen und das vielleicht mal schneiden. Deswegen, das wäre vielleicht mal ganz cool. So Best-of 2016, was zur Zeit so abging. Also ich habe so richtig geile Momente auf jeden Fall im Kopf, weil 2016 ist echt ein krasses Jahr zur Zeit. Und die Hälfte ist noch nicht mal ganz rum, Leute, ey. Heftig, ey. 20.000 Abonnenten hatte ich, glaube ich, noch von einem Jahr ungefähr. Und jetzt sind 60.000 einfach, ey. Es hört ja nicht auf, ey. Deswegen, ich bin irre gehypt auf die nächste Zeit einfach. Ob es jetzt mit den Indigo Dudes ist, mit den guten Justin und Nico. Ob es jetzt mit Pokémon Sonne und Mond ist, was bald erscheinen wird. Ob es mit den geilen Hexes, die wir zurzeit haben. Ob es mit der geilen Community ist, die wir hier haben. Und sonstiges, Leute. Es ist einfach so fucking nice zurzeit, ey. Ich liebe meinen Kanal und ich bin absolut froh, wie es zurzeit läuft. So, hier haben wir auf jeden Fall die Escape Rope geholt. Das sind Police, Leute, ne? Vielleicht suchen die den Poncho-Mann. Ja, die suchen auf jeden Fall Indizien, beziehungsweise nach Sachen, die ja zu den Banditen führen. Hier, dieses Minerack. Minerack, Minekraft! Machen wir mal Gas, damit wir Level 7 werden. Deswegen, das sollte easy gehen, oder? Jawohl, ist fast ein Tourette. Leech Life. Oh ne. Jetzt wird's kein Tourette mehr. Oder wohl, das könnte reichen mit Max Damage. Komm, Silas, gib alles! Woo, nice. Sehr gut, Mr. Pinguin. Ich bin ein Papagei. Und Level 7. Ich weiß nicht, wann er sich entwickelt. Falls er sich überhaupt entwickelt. Ich hoffe, der entwickelt sich. Das Pokémon ist cool, ich feiere das. So, wo müssen wir jetzt hin? Theoretisch, wenn wir... Wir können theoretisch eigentlich nur jetzt da nach rechts gehen. Da haben wir wieder einen Koblin. Ein Koblin? Ich flüchte aber diesmal. Wenn wir hier auf den Schienen laufen können... Können wir sogar! Okay, dann war ich doch richtig am Anfang an. Ich dachte, das können wir nämlich nicht. Okay. Bringt mir das jetzt? Kann ich auch nicht lang, oder? Nö. Vielleicht sollte ich mir das sagen, dass ich nach unten gehen soll. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin ja absolut sprachlos. Ich verlaufe mich ja das öftere Mal in solchen Minen. Und daher nichts Neues. So, wir töten das Ding auch mal wieder. Wie gesagt, gute EP ist eine gute EP. Nehmen wir gerne mit auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, warum ich mich immer verlaufen tue, ey. Das ist so schlimm. Aber wir machen echt krass viel mehr Damage jetzt, ey. Das ist heftig. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es gleich 1 Uhr, Leute. Ich hoffe, der Part kommt so früh wie möglich für euch online, sodass ihr gleich, ja, den Part gucken könnt, genießen könnt.
Oder am Abend am besten, wenn das Wetter hier vorbei ist. Wenn ihr mit Muttertag fertig seid. Ich bin gestern sogar noch extra für meine Mutter einkaufen gefahren. Ich habe extra so einen Blumenstrauß nochmal geholt. Hat sich extrem gefreut. Ich kann auch nicht über Wasser. Was soll das denn? Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich kann über so eine Pfütze nicht rüberlaufen. Brauche ich hier Surfer? Kann ich erst mit Surfer hier weitermachen? Oder wie sieht das aus? Oh, Leute. Oder ich habe eine Idee. Wir beenden gleich erstmal hier den Part, Leute. Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie es weitergeht. Weil viele von euch haben auch geschrieben, dass ihr Spiele angefangen haben. Und es sehr geil finden. Und vielleicht sind die Leute ja schon ein bisschen weiter. Und können dann sagen, Ezio, du musst da und da hin. Du musst da und da hin. Weil hier ist schon wieder Ende der Cave. Ne? Ja. Das ist natürlich scheiße. Deswegen, Leute. Ich würde sagen, ihr schreibt mir das in die Kommentare, wie es weitergeht hier in der Cool Cave. Und ja, das war's im heutigen Part von Pokémon Sage Version, Leute. Wie gesagt, heute kein ganz aufregender Part. Oh, mein Programm hier meldet sich auch. Kein ganz aufregender Part, Leute. Muss auch mal sein. Ich habe heute, Leute, keine Zeit. Aber ich wollte nicht, dass sie ganz leer ausgeht. Von daher heute wenigstens ein kleiner Part davon. Und ja, helft mir weiter, Leute, in die Kommentare. Ganz brandaktuell der Part. Haut rein, genießt das Wetter. Over and out. Zero of Time!